Hey, Stars und Sternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil. Das Ganze heute mal auf meinem wunderschönen mittleren Account mit der männlichsten Farbe ever. Saku zu dem Ra. Außerdem haben wir Hammer. Ich denke nicht, dass ich die ganze Sache hier auch wechseln möchte. Mit Viking. Und was mir auch aufgefallen ist, man kann seinen Panzer hier so ein bisschen drehen und so. Ist das nicht schön? Gefällt mir. Ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Wirklich, freut mich sehr. Man kann meine Freude förmlich durch den Monitor spüren. Okay, gehen wir rein, gucken wir mal, was sich heute alles so ergibt oder auch nicht. Keine falschen Hoffnungen hier. Aber vielleicht wird es ja doch irgendwas. Na, vielleicht. Vielleicht kriegen wir auch heute eine 5er KD oder so. Eher weniger. Ah, dieser wunderschöne Modus. Ich habe den 2 oder 3 Mal gespielt, glaube ich. Also jetzt gar nicht mal so oft. Aber der hat was. Je nachdem, in welchem Team man ist. Sagen wir es mal so. Ne? Wenn du natürlich ein Team hast, was mit diesem Modus nichts anfangen kann. Ich habe nicht mal eine Heilung, fällt mir gerade auf. Oh, weia. Ja, du, das wird nichts mehr mit der 5er KD hier, ne? Ja, jetzt erst recht nicht. Aber gut, vielleicht kriegen wir ja wenigstens diesen Punkt hier erobert. Das ist echt so beschissen, wie lange das dauert, bis man den Punkt erobert, ne? Wenn man ganz normal Control Points so gewohnt ist und dann stehst du da gefühlt eine halbe Ewigkeit rum, bis du da irgendwas mal hinbekommst, ne? Ich werde gleich zu dem Punkt fahren. Ich muss mir hier nur noch ganz kurz das Ding hier holen. Oh, weia. Ja, das ist echt, also, boah, mein lieber Herr Gesangsverein. So, gucken wir mal. Nice, well played. Okay, nicht so well played von mir, aber jetzt erst recht well played. So, ja, jetzt kommt mal alle. Ja, außer du da oben. Du kannst da oben bleiben. Aber ich meinte meine Mates, die sollten mal lieber so langsam aber sicher kommen. Das Ganze, ja, sehr schön. Das Ganze wird hier nämlich ein bisschen zu heikel für mich. Oh, yeah, so macht man das. So macht man das bei uns in der Hood. Nice, sehr schönes Ding. Wirklich, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ah, mein Gott. Wir haben's. Die haben mich angegriffen. Wunderbar, perfekt. Sehr schön, danke. Ihr wart ein tolles Publikum. Applaus an mein Team und auch ein Applaus an die Gegner, die es nicht hinbekommen haben, überhaupt in die Nähe des Punktes zu kommen. Sehr schön, weiter geht's. B, ich glaube, hier fällt aber noch was. Ja, sehr schön, das nehmen wir uns alles mit hier. Heute ist All-Inclusive. So, zack, All-You-Can Drug ist heute. Ah, vielleicht fahren. Okay, gut, ein bisschen zu spät. Ah, dieser Radius. Wissen die eigentlich, was sie machen müssen? Aber auf den Rängen kann ich mir das nicht vorstellen, dass sie das nicht wissen. Ja, ist in Ordnung, er will wahrscheinlich, ne, oder, was, okay, hat er Schutz gegen sich selber, ja, wahrscheinlich, ne, da kann ich mir bei dem Lümmel sogar vorstellen, so, jetzt habe ich voll die Zeit verschwendet mit dem Kollegen, aber, ja, wir müssen ja hier irgendwie an die 5er KD rankommen, ne, das wird überhaupt nichts. So, alter Falter, so, okay, das, aber da ist nur ein, da ist ein, das ist ein, okay, da ist keiner mehr. So, schauen wir mal, einfach hier rein da. Oh, sehr schön, wunderbar, perfekt, das gibt wieder EP. Ich weiß gar nicht, wie viel EP es überhaupt dafür gibt, wenn du hier die ganze Zeit an dem Punkt stehst und versuchst, den zu erobern. Ein paar? Mal gucken, keine Ahnung. Würde mich interessieren, wie viel man dafür bekommt. Ist ja anders als Control Points, dauert ja viel länger, den Punkt da zu erobern. So, guck mal, ich habe 65, aber so lange war ich da gar nicht an dem Punkt dran, ne? Haben wir den jetzt erobert oder nicht? Ich habe nichts bekommen, oder was? Warum habe ich nichts bekommen? Ey, ich war doch wenigstens an dem Punkt dran. Ich war ja wenigstens an dem Punkt dran. Warum kriege ich nicht ein EP? Ich war an dem Punkt. Ist ja lächerlich. Ich hasse den Modus jetzt schon. Vergiss es. Der Modus ist scheiße. Klaut mir meine EPs. Ich brauche EP. Okay, jetzt aber. Ausrasten. Nicht so ausrasten. Oh,
Na, wenigstens noch zwei Leute hier mitgenommen. Der Overdrive war nicht so prickelnd von mir, muss ich mal an dieser Stelle zugeben. Er war nicht gerade gut gewählt. Ah, aber trotzdem zwei Gegner. Ja, das. Warum habe ich keine EP? Wenigstens einen. Wenigstens so eine Art Teilnahme-EP, so, ne? So eine Teilnehmerurkunde, Alter. Überhaupt nichts wert, aber damit man wenigstens nicht mit leeren Händen davon kommt, kriegt man wenigstens so eine Teilnahmeurkunde, ne? So ähnlich. Will ich meinen Teilnahme-IP-Punkt haben. Für hervorragende Leistungen im Sterben am Punkt, ne? Dafür. Alter, das ist. Aber eigentlich sollten wir dieses Match gewonnen haben. Also, dass wir das noch irgendwie aus der Hand geben, kann ich mir beim besten Willen vorstellen. So. Ja, man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie. Also, man soll ja. Ein altes Tanky-Sprichwort sagt ja auch, man sollte die Vulkan nie vor der Easy da loben. Was auch immer das bedeutet. Keine Ahnung. Aber so ist es. So stand es schon damals in den Büchern und so wird es auch weiterhin geschrieben stehen. Ja. Denkt mal drüber nach. Würde mich interessieren, was das überhaupt bedeutet. Man sollte die Vulkan nie vor der Easy da loben. Ach, keine Ahnung, ey. Oder man sollte. Ach! Wenn ihr ein wunderschönes TO-Sprichwort habt, ein abgeleitetes TO-Sprichwort, dann könnt ihr das ja mal gerne posten. Die besten Sprichwörter gewinnen nichts. So. Und in diesem Sinne machen wir weiter. Denn. Was man auch nicht vergessen darf, ein anderes Sprichwort sagt. Nice. Punkt. So, das sagt auch ein anderes Sprichwort. Einfach nur nice. Einfach nur nice. Einfach nur nice. Ja. So ist es. So ist es. Nicht wahr? Die Wasp ist schon in den Brunnen gefallen. Was anderes ist mir jetzt auch nicht eingefallen. So viele Sprichwörter kenne ich ja nur noch nicht. Aber was soll's. Konfuzius sagt, heilige Mutter Gottes. Konfuzius sagt, was sagt er denn eigentlich? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt ist aber hier Eskalation. Oh, aus dem Weg, Mann. Ey, Alter, 4, 5 Schüsse oder so. Und die haben noch immer nicht gereicht, um den Kollegen da wegzuhauen, ne? Wow. Wow. Aber gut, wir haben es geschafft. 2-0 an dieser Stelle. Wie sieht's denn eigentlich bei mir aus? 12-12. Also, 5er KD, ganz knapp verfehlt, aber immerhin die 1-0 habe ich gehalten. Das ist doch auch etwas, mit dem man arbeiten kann. Ja, da kann man sich nochmal steigern. Aber auch natürlich zurückfallen. Jetzt nicht gerade das Beste. Wobei, bevor ich in ein neues Match gehe, kann ich aber vielleicht auf Firebird wechseln oder so. Firebird ist auch eine schöne Waffe. Ja. So. Nehmen wir einfach mal Firebird mit rein und dann gucken wir mal. Ja, vielleicht geht es ja damit auch ein bisschen einfacher. Ja, vielleicht nicht unbedingt auf dieser Map. Vielleicht nicht unbedingt auf dieser Map. Vor allem nicht im Rugby-Modus. Aber gut. Schauen wir mal. Eine Freeze haben wir auch. In Kombination ist das bescheuert. Weil es einfach bescheuert ist. Ja, auf der einen Seite möchte ich, dass die Gegner verbrennen, auf der anderen Seite möchte er, dass die Gegner langsamer werden und wir beide annullieren uns gegenseitig. Das ist natürlich auch ein anderes Sprichwort. Wer A sagt, muss auch Firebird sagen. Wer Freeze sagt, muss auch Firebird sagen, ja? So. Das ist etwas, mit dem man. Das sollte man auch im Hinterkopf behalten. Wie die Kugeln der Hammer. Ja? So, sollte man im Rückfahrspiegel seines Panzers behalten. Ja, keine Ahnung. Heute ist mal wieder so ein Tag, ne? Da merkt man so, der IQ ist gleich mal um 30 Punkte gesunken. So, jetzt befinden wir uns schon auf dem 40er-Niveau. Hallo! Guten Tag, Miras77. Falls du 77er Jahrgang bist, freut mich für dich. Bist verdammt alt. So. Alright, weiter geht's. Hallo. Schönen guten Tag. 2 Easy Das zum Mitnehmen, bitte. Alter Falter.
Ja, das ist aber lächerlich, oder? Das ist doch lächerlich, ey. Das ist doch lächerlich. Ja, jetzt machen sie hier gegenseitig ihre Spielchen, ne? Das ist etwas, ey, das ist so beschissen. Aber er kriegt, ja gut, jetzt kriegt er keinen Schaden mehr. Ah gut, aber er hat immerhin noch ein bisschen was abbekommen, ne? Also so ein bisschen habe ich ihm noch ziehen können. Zwar nicht viel, aber immerhin ein bisschen. Okay, kommt Jungs. Jetzt ein bisschen Rambazamba, ich komme von hinten und dann geht das hier los. Ach du Scheiße. Das war's. Ich habe es versucht, ich habe immerhin einen mitgenommen. Oh, aber das wird was. Nice, 2-0. 2-0 schon, wow, krass. Nicht schlecht. Ja, das ist gut, das ist sehr gut. Sehr, freut mich sehr für mein Team, ne? Freut mich sehr. Im nächsten Video übrigens geht's um den guten alten Drachenlord. Da wurde mir tatsächlich, das Lustige ist, vor fast einem Jahr wurden mir so Best-ofs angezeigt, empfohlen von YouTube. Der YouTube-Algorithmus ist ja manchmal sehr komisch. Ich weiß nicht, ob es mir so geht oder ob es vielen anderen auch so geht, aber mir werden teilweise Videos angezeigt, die sind 8 Jahre alt. Ohne jeglichen Zusammenhang. Da wird mir einfach irgendein Video angezeigt, was 8 Jahre alt ist. Ohne dass ich irgendwas in dieser Richtung gesucht oder geschaut hätte. Naja, jedenfalls und jetzt, nach fast einem Jahr, dachte sich der Algorithmus mal wieder, hey, du hast ja doch mal vor fast einem Jahr das angeguckt. Wie wär's, wenn du dir das nochmal anguckst? Ich glaube, diesmal andere Videos. Lustige Sachen, die da erzählt wurden. Lustige Sachen. Also, man kann ja von dem Typen halten, was man will, ne? Aber seine Art, die ist schon sehr, sagen wir mal, einzigartig, ja? Einzigartig, um es mal so zu sagen. Man muss ja nicht jede Aktion von den Hatern, von den Hatern, muss man ja nicht, weil ich keine Ahnung, wie er das ausspricht. Aber da muss man ja nicht feiern, ja? Aber ganz unschuldig ist der Herr ja auch nicht, was das angeht. So. Egal, jedenfalls, Alter, was der da teilweise erzählt hat, ey, da ist Wasp und Smokey verloren. Ach, keine Ahnung, Hopfen und Malz, weiß ich nicht. Da ist Flagge und Goldbox verloren. So, passt. So wird eine Panzerkette draus, ja? Okay, jetzt nimmt das aber hier überhand. Jetzt ist aber mal Schluss mit lustig. Jetzt ist mal hier Schluss mit Support. Jetzt wird angegriffen. Nice. Vor allem Support als Firebird, ne? Vielleicht als Easy da. Okay. Schönen guten Tag. Wie geht's? Was geht? Wie geht's? Wie steht's? Alles fresh bei dir? Alles fresh? Du verbrennst jetzt, glaube ich. Oder? Ja, sehr schön. Freut mich sehr für dich. Was ist mit dir? Du auch? Und ich auch? Ich hab's noch gesehen, aber war dann schon zu spät. Ich konnte dann die Handbremse nicht mehr ziehen. Ich bin einfach elendlich in meinen Tod reingerast. Reingerast! Wie eine Wasp in die Flagge. Ach mein Gott, ey. Heute haben wir's einfach. Come on, ey, scheiß Easy da. Ich wollte wenigstens noch den einen Kill hier mitnehmen. 10-10, schon wieder eine 1er KD hier. Auch wieder eine ganz knappe Geschichte. Oh Mann, ey. Ich hoffe, ich bleibe noch bei der 1-0. Unter 1-0 möchte ich eigentlich nicht fallen. Aber das wird jetzt... Okay, ich habe Overdrive. Also jetzt... Jetzt wird gedroppt. Komm, Alter, verpiss dich. Holy moly. Ja, schade. Nix mehr, ich konnte nicht mehr zurück, ich konnte nicht nach vorne, ich bin voll in die Ecke rein, nicht mal die Heilung konnte ich da nehmen. Alles, die haben mir alles versperrt. Schade eigentlich. Habe ich eigentlich irgendeine Aufgabe, wo ich Kisten sammeln muss? Keine Ahnung, aber ich sammle die einfach mal. Man weiß ja nie, ne? Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, was ich für Aufgaben habe. Aber wenn ich so eine Aufgabe habe, dann, will ich wenigstens eine Kiste eingesammelt haben. So. Das ging schnell. 13-12. Noch kann ich mir einen Fehltritt erlauben. 1-0 will ich hier halten. Eigentlich war mein Ziel 5-0. Aber mit 1-0 bin ich auch zufrieden. Ja, das Ding haben wir ja auch gewonnen. Also insofern alles easy peasy hier, ja. Ist ja alles kein Thema.
holen wir uns mal ganz kurz den Typen. Dankeschön. Hast du das echt noch jetzt noch wegschmeißen müssen? Schäm dich. Shandri-Lama über dich. So. Nice. 14-13. Und damit ist das Game auch schon. Easy peasy lemon squeezy. Haben wir das gewonnen hier. Wunderbar 4-0. So muss das sein. Man muss ja auch wenigstens mal in einem Video von fast 900 eine Schlacht gewinnen können, ja. Ist ja langweilig, jedes Mal auf die Fresse zu kriegen. Nice. Sehr schön. Danke. Ich bin sogar Stufe 2 geworden. Na, das freut mich sehr. Ja, 10 Heilungen. Die kann ich gebrauchen. Und was hatte ich hier? Deathmatch? Nee, brauche ich nicht. Beende Schlachten in egal welchem Modus. Das sind meine Aufgaben. Die kann ich. Juggernaut habe ich hier auch noch als Aufgabe. Okay, Juggernaut Schaden zufügen. Okay. Und ansonsten wieder Deathmatch. Alter, ich spiele keinen Deathmatch. Ich bin doch kein Deathmatch-Spieler. Wer bin ich denn hier? Jungs und Mädels aller Altersklassen. Ich hoffe, es hat euch nicht gefallen. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin, macht das nicht gut und auch nicht besser. Das ist erst recht. Haut rein. Man sieht sich. Man munkelt.